Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Wir waren ja so weit, dass wir jetzt zumindest unseren Friedhof so weit gepimpt haben, dass wir den hier zur Abnahme freigeben können. Geht natürlich erst, wenn der gute Mann wieder im Lande ist, was noch 1, 2, 3, 4 Tage dauert. Ich wollte in der Zwischenzeit aber noch egal, jetzt verteilen wir erstmal die, die wir haben. Schauen wir mal, wie weit wir mit der Energie noch kommen. Einen brauchen wir noch. Ich glaube, den können wir auch gerade noch so hinstellen. Dann müssten wir eh mal schauen, was wir eventuell hier noch bauen. Genau, dann haben wir den einen Grabstein. So, warum wollte ich das? Keine Ahnung, ob das jetzt noch reicht. Oh, das werden wir relativ schnell rausfinden. So nicht, war ja eigentlich irgendwie klar, ne? Sollte uns aber jetzt von der Qualität her auf jeden Fall reichen. So, dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas bauen können. Sägebock. Und Amboss. Das haben wir alles. Der Ofen wäre eventuell noch interessant. Der Ofen wäre noch interessant. Da brauchen wir 14 Steine und 4 von denen. Okay. Die Eisenstücke. Hat man da nicht irgendwo? Keine Ahnung, da jedenfalls nicht. Da auch nicht. Dann gehen wir jetzt erst einmal ins Bettchen.
Bäume können jedenfalls nie schaden. Was ist eigentlich da mit unseren? Können wir natürlich auch gleich noch anpflanzen. Dann können wir nämlich das dem Händler auch geben. So, dann hätten wir das schon mal angepflanzt. Dann haben wir jetzt hier gerade irgendwo die neue Leiche gekriegt. Da kümmern wir uns also sofort drum, bevor wir wieder keine Punkte mehr haben. Und wir brauchen auf jeden Fall diese Metallteile. Teile brauchen wir dann aber erst einmal. Einen Ofen. Ja, jetzt ist ja noch die Schaufel kaputt. Die konnte man, glaube ich, am Schleifstein reparieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nämlich gleich mal alle schärfen. So, jetzt brauchen wir, haben wieder kein Dings mehr. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall nicht den Friedhof versauen, bis wir nicht die Kirche eröffnet haben. Schauen wir mal, was wir für das Grab noch tun können. Grabstein.
So, dann haben wir da die Umrandung. Dann können wir da das noch einen Stein machen. Das wird vermutlich eh nichts mehr. Genau, dann gehen wir erst einmal wieder Nickerchen machen. So, dann machen wir den Stein hier fertig. Muss ich gerade mal eben schauen. Rote haben wir jetzt wirklich genug, gell? Die grünen. Eisenaxt, das wäre dann wahrscheinlich das da, oder? Stahlaxt gibt es ja quasi. Ne Quatsch, Eisenaxt in dem Sinn. Ja, ich bin mir noch ganz und gar nicht schlüssig. Wir bauen hier jedenfalls die Umrandung und den Grabstein hin. Uns auf jeden Fall hier reichen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz, weil man Holz immer gebrauchen kann. Ein paar Steine würde ich mir dann auch gerne holen. Schubst man den mal bis da rüber. Was war denn jetzt gleich nochmal mit dem Ofen? Für den Ofen brauchen wir ja auch schon 4 von den Eisenstücken.
Dann können wir es erst. Selber machen. Nee, Quatsch, Moment mal, wie war das? Da kann man doch auch die Eisenstücke machen, dafür braucht man aber einen Eisenbauern und den Eisenbauern wiederum kriegen wir nur in dem Ofen. Also brauche ich vier. Habe ich da irgendwas reingeklickt? Irgendwo hier hat es angeblich Eisen, glaube ich. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Handvoll von dem Eisenerz. Bleibt nur zu hoffen. Also aus einem Barren können wir uns drei machen. Wir müssen also entweder zwei Barren oder vier so Eisenstücke kaufen, je nachdem was billiger ist. Aber da schauen wir dann beim nächsten Mal. Vielleicht können wir dann nämlich auch schon die Kirche öffnen. Und damit habe ich mich dann erst einmal aufs Ohr schauen und sage an der Stelle wie immer danke fürs Zuschauen. Mach's gut und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.